Moin meine lieben Freunde und sehr herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Adapter.de und wir befinden uns, wie gesagt, wieder in Train Fever. Aber gesagt haben wir, ich drücke hier auf den Pause-Knopf, das habe ich auch gemacht. Und ja, neue Folge, neues Glück, wie wir alle wissen, obwohl ich nicht verstehe, warum neues Glück, weil wir hatten ja in der letzten Folge kein Pech. Also bedeutet das, dass die Folge hoffentlich wieder gut verlaufen wird. Hoffe ich. Ich habe gesagt, hoffe ich, ne? Der Bus da vorne, das sind Sonntagsfahrer. Das sind auch Sonntagsfahrer. Der hält von 20 km/h in 2 Sekunden. Ne, in einer Sekunde. Einfach so. Denn schneller als das Licht. Schneller als das Licht bleibt er stehen, ne? Wie so ein Fingerschnipsen, so tipp, steht schon. Sie haben gar nicht mal geschnipst und steht schon. Boah. Bin gespannt, ob einige die 102 hat schon die Lebensdauer erreicht. Ach so. Warte, wie sehen wir das nochmal? Unter Zügen. Da hier, 34, die blaue Strecke. Achso, das ist die ganz alte, ne? Hä? Name, Linie, also. Auch die hier. Diese Schockkarre. Ja, die brauchen wir im Prinzip gar nicht mehr, ne? Transportiert eh nichts. Weißt du was? Über diese Linie. Falsch. Linie blau. Straße Gardwalzen. Ja, genau. Alle ins Depot. Dann verkaufen wir die, weil die bringen uns null. Wenn man fährt nicht mehr da lang. Warum wohl? So. Dun, dun, dun. Ach, die Musik, wie ich die vermisst habe, ne? Und ich habe herausgefunden, das ist kein Product Placement. Das ist ein Train Fever Soundtrack von denen erstellt. Das heißt, die darf man wahrscheinlich, ja, also ich hoffe, die darf man verwenden, sonst wäre ich ein bisschen im Po. Sonst wäre ich ein bisschen ge... Ne? Wortwahl spreche ich nicht aus. So. Ah ja, den Zug, den roten Pfeil, den habe ich mir auch gekauft. Ich weiß nicht warum, aber der sieht einfach nur lustig aus, deswegen habe ich mir ihn gekauft. Ja, gut. Sieht witzig aus, ne? Roter Pfeil. Sieht wie ein... Erstens mal sieht er gar nicht wie ein Pfeil aus und wenn es ein Pfeil wäre, beschleunigt ein Pfeil richtig schnell und diese Lok tut es nicht. Also, ja. Wenn man da jetzt im Kästchen guckt, das Beschleunigen tut ja nicht wirklich gut, muss ich ehrlich zugeben. Kaum beschleunigt. Also er beschleunigt schon, aber kaum. Und da ist man schaut. Ein Pfeil beschleunigt viel besser. Und der fährt nur. Okay, 125, das geht vielleicht noch. Für 428 PS und 33 Tonnen beschleunigt er trotzdem so wenig. Ja, sicher. Runtergeregelt, ne? Aber der fährt schnell, deswegen habe ich ihn auch gekauft. Und weil er lustig aussieht, ne? Weil ich mal wissen wollte, wie der aussieht. Jetzt wisst ihr es auch. Also, ihr glaubt es nicht, wenn man in Österreich wohnt und einen komplett anderen. Dialog, ne, nicht Dialog. Mann, jetzt bin ich wieder blöd, jetzt weiß ich nichts mehr. Ja, wenn man komplett anders spricht als ein Deutscher selbst, aber ich es machen werde, damit ihr mich auch verstehen könnt. Ja. Manchmal kommt
ist es schon ein bisschen schwieriger, aber auch wenn ich schon seit gut 3,5 Jahren YouTube mache, hat es mich trotzdem manchmal. Aber ja, kann passieren. Dasselbe wie der 1,3 Millionen österreichische größte YouTuber Österreichs ist. Das ist für den Aussprache, nee, ich sag's nochmal. Ich kenne bestimmt alle den lieben KS Freak, ja, das sind auch in Österreich 1,3 Millionen Abonnenten und der spricht auch in Schriftsprache oder Hochdeutschen, damit wir ihn auch verstehen. Ja, deswegen. Eine Tarnung. Das ist keine Lok, sondern das ist ein. Wie nennt man nochmal die Tiere? Nee. Die Farbe ändern können. Da. Eidechse? Nee. Oder Eidechse? Ich weiß nicht. Ich bin einfach nur blöd. Ich weiß nichts mehr. Wie in jeder Folge. Geil, das muss ich schon sagen. Na gut, sehen wir mal weiter. Wir könnten ja irgendwie, Mann, da kann man irgendwie nicht aufstehen, ne? Wenn man da einmal Zugstrecken gebaut hat, weiß man nicht mehr, was man machen soll. Und es ist wirklich so. Wir könnten vielleicht irgendwie, Mann, ey, hat ihr vielleicht Bock? Ihr kennt bestimmt das Spiel Roller Coaster Typhoon World, ne? Oder Tycoon World. Habt ihr vielleicht Bock, das auch als Let's Play zu bekommen? Weil da kann man immer was bauen. Da weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, was ich bauen soll. Deswegen wird es ein bisschen schwierig. Nee, ich will kein Counter-Strike spielen. Ja, guckst du einmal in die Freundesliste. Bam! Spielt gleich 15 Leute Counter-Strike. Das ist schon so bekannt, das Spiel. Das ist krass. Ich hab's mir jetzt auch gekauft, aber hab keinen Bock auf das Spiel, ne? Ich hab's sofort wieder bei Steam zurück anfordern lassen, weil erstens mal ging's bei mir das Spiel irgendwie null. Im Hauptmenü hat's richtig gelegt, im Spiel selbst hat's auch richtig gelegt, aber mein CPU und meine Grafikkarte waren nur 50% oder 60% Auslastung. Das heißt, es liegt vom Spiel selbst her. Von mir selbst kann sich sein, wenn er nur 60% arbeitet. Ja. Und ich sogar schon die Priorität auf ganz hoch gestellt habe. Ja, dann kann es eigentlich nur noch am Spiel liegen. Und haben sie auch zurückgeschrieben sogar. Yo, sie haben schon öfters Beschwerden über das Spiel bekommen, dass es manchmal Probleme gibt. Genau. Deswegen wollte ich nicht mehr haben. Kaufen, bevor ich mir jetzt gehe ich schon in die Phase Bett gehen. Was wollte ich sagen? Genau. Also am liebsten hätte ich noch 30 oder nee, ja 30 Euro draufgehauen und hätte mir nicht Counter-Strike kaufen können, sondern CSGO. Ja gut, das war jetzt auch wieder ganz, ganz gut, weil zwischen Counter-Strike, Global Offensive und CSGO ist ja ein riesengroßer Unterschied. Mann, ey, ich bin so blöd. Nee, zwischen Call of Duty, also am liebsten hätte ich mir Call of Duty Modern Warfare, also wie egal, Modern Warfare 4 gekauft oder Battlefield 4 hätte ich mir auch gekauft, irgendwas von den beiden, wenn ich noch 30 Euro draufgehauen hätte. Habe ich leider nicht gemacht, ist blöd, weil Call of Duty ist einfach ein Spiel. Ich habe es früher auf der Xbox Call of Duty MW3 gespielt, ist ein wirklich geiles Spiel, gerade die Endmission, wo einer so Selbstmord begeht, das ist am Strick, aber ich will jetzt kein. Also es ist schon gut gemacht, obwohl das Spiel auch schon älter ist, ne? Ja.
Aber mir hat's immer gefallen, das Spiel. Bah, ey. Ich schlafe hier gleich vor dem PC ein. Kennt ihr auch den Moment, wenn ihr einfach mal euer Leben genießen wollt? Nee, Spaß. Wenn ihr so richtig am... Ihr seid so richtig munter, ne? Setzt euch am PC, wollt ein bisschen zocken. Und dann kommt ihr drauf, boah, ich werde schon ein bisschen müde, ne? Geh ich vom Spiel raus, geh auf YouTube, genau. Bist ein bisschen auf der guten Plattform YouTube.com unterwegs. Ich weiß nicht, ob ihr alle die Plattform YouTube.com kennt. Falls ja, schreibt es in die Kommentare. Gehst auf YouTube, guckst dir ein paar Videos von anderen Let's Playern oder YouTubern an und dann schläfst du da ein richtig und bist wirklich kurz vorm Einnicken, ne? Und irgendwann schläfst du ein, das war bei mir schon oft, guckst du so Videos, ne? Und auf einmal liegst du und schläfst. Und 20 Minuten später wachst du wieder auf und denkst dir einfach nur, oder machst es einfach nur, du gehst zum PC, drückst auf herunterfahren, gehst ins Bett und liegst, legst dich rein und schläfst nach 2 Sekunden ein. Schläfst einfach ein und kannst nichts dafür. Aber das wirklich manchmal sogar geil, wenn man einfach so da liegt, noch dazu den Sessel, den ich habe, ne? Dann kannst du richtig geil einschlafen, also du brauchst dir nichts denken. Lehne nach hinten und geht schon. So, wir haben da eigentlich Häuser auch mal gebaut. Jeder hat das gleiche aus, ey. Nachbar abgeguckt. Okay, ich nehme es wieder zurück, ist Industrie. Aber da zum Beispiel. Aber irgendwie geil, muss ich schon sagen. Guck mal, das ist eine Halle. Die haben nicht mal ein Gaming-Zimmer. Ihr Boden besteht aus Gras. Einfach Gras. Ultra HD, ne? Also die Auflösung der Häuser. UHD 4K, muss ich schon sagen. Kantenglättung auch richtig geil von dem Spiel. Und da raucht's raus, das ist auch normal. Aber Kantenglättung, wenn ihr da guckt, 16 mal 16 eingestellt. Und Anostrophe. Wie heißt das? Anostropisches Filtering. Das ist auch ja zur Kantenglättung. Für schwächere Monitore. Wenn man jetzt zum Beispiel einen 4K-Monitor hätte, braucht man das natürlich nicht, ne? Aber wer kauft sich schon einen 4K-Monitor? Außer die guten YouTuber PC wird. Aber ich würde jetzt keine Werbung machen, auch wenn es auch gut wäre. Ich glaube, die hätten eh nichts dagegen, aber ich glaube, jeder, der mich kennt, kennt auch PC-Welt. Ja. Die Ersteller der Höllenmaschine, ne? Die ich nie in meinem Leben haben möchte. Ja, gut. Leicht gesagt, ne? Aber ich glaube, wenn ich so einen PC hätte, wenn ich wirklich so einen PC, so eine, die Höllenmaschine 7 gewonnen hätte, ne? Das gesagt haben sie 36.000 Euro wert. Ich würde da nicht drauf zocken. Niemals würde ich da drauf zocken. Ich würde den sofort verkaufen und mir um 4.000 Euro einen PC zusammenstellen lassen. Von der lieben Hightech.com. Nee, Hightech. Ja, natürlich. Nee, warte. Hightech.de. Nee, Hightech.de. Eine deutsche PC- und Zubehör-Firma. Für die. Alle Gamer müssten die eigentlich kennen. Die Seite. Also, ich würde den PC verkaufen und mir um 4.000 Euro so einen PC kaufen. Hast du 32.000 an Einnahmen. Also plus, also als gewonnen. Und um 4.000 Euro kannst du dir einen richtig guten PC. Yeah. Was ist denn jetzt los? Und den Schnauze, Mann. Ne Elektrolok. DBRE 94 Güterwagen HBI. Saurer Tücher. Der Name alleine schon, ne?
Güterwagen habe ich. Gleich mal gucken. Wo sind wir da? Gerade legen, da haben wir es. Da haben wir es ja. Ziege kaufen. Wie schnell geht die? 90, also die geht ja 0. Sieht zwar geil aus, aber die gehen einfach nicht. Da ist sogar eine Dampflok schneller als die Elektrolok, Alter. Das alleine schon. Naja, Triebwagen. Juhu, wir haben einen Triebwagen. Ach, meine Güte. Güterwagen habe ich. Gedeckter. Boah. Gedeckter Zweiachse mit Schiebewänden. Speziell geeignet für empfindliche Güter auf Paletten. Echt jetzt. Aber mir ist eigentlich zweimal angezeigt worden. Ich weiß nicht. Ich habe den Waggon nur einmal da. Was ist denn das? Ein Verbandswagen. Gedeckter Güter der Verbandsbauart zu schnappen. Vereinheitlichung des Wagenparkes. Aha, was auch immer das jetzt heißt. Offroad Güterwagen haben wir schon. Gedeckter Güterwagen. Ach komm, geilste. Dann ein Kesselwagen, doppelachsiger Kesselwagen. BC4, ein vierachsiger, schwerer Schnellzugwagen mit zwei Drehgestellen. Ach geil. Ein Donnerbüchse, Alter, die Namen, wie kommt man auf die? Ein zweiachsiger deutscher Personenwagen. Ein deutscher Personenwagen, ne? Vollständig aus Stahl hergestellt. Ach geil. Das starke Dröhnen dieser Fahrzeuge werden. Soll schlafen gehen. Das starke, so. Jetzt lesen wir nochmal, wie im Kindergarten. Das starke. Kennt ihr auch die Leute, die immer da mit dem Finger über die Zeilen lesen, ne? Mit dem Finger immer Zeile pro Zeile lesen, ne? Solche Leute, Alter, ich glaube, die sind ein bisschen bescheuert. Ein zweiachsiger deutscher Personen. Scheiße, von der Zeile abgekommen. Alter, jetzt habe ich mich verlesen, ich bin von der Zeile abgekommen. Ein zweiachsiger deutscher Personenwagen, vollständig aus Stahl hergestellt. Das starke Dröhnen, diese Fahrzeuge werden wegen der nicht vorhandenen Dämmung führte zum Namen Donnerbüchse. Ach so, weil es nur Stahlbestand und null Dämpfung hatte, war es so laut wahrscheinlich, ne? Okay, diese dreiachsige Personenwagen mit offenen Plattformen, was ist das? Beidseitig wurde in Deutschland eingesetzt. Also warte mal, ja gut. Ein Abteilwagen war ein Reisezugwagen, bei denen mehrere voneinander getrennte Abteile mit eigenen auf der Lenkseite angeordneten Einstiegstüren in einem gemeinsamen Wagenkasten angeordnet wurden. Kennt ihr auch diese Züge noch? Diese Waggons? Es gibt ja Waggons, da sind viele Sessel in einem Waggon drin. Ja, klar. Und jeder hört jeden, ne? Und dann gibt es noch so Waggons. In der Tschechei zum Beispiel gibt es viele davon, die grünen Waggons. Die fahren bei uns sehr, sehr oft vorbei. Da hat man so eine einzelne Kabine. Da passen in so eine Kabine verschieden 6 bis 8 Leute rein. Hast eine eigene Kabine mit einer Tür und das ist leise. Und gleich dahinter ist die nächste Kabine immer weiter und weiter. Und dazwischen ist so ein ganz schmaler, so einen halben Meter breiter Weg, da kannst du gehen. Ne? Also das sind eigentlich meine Lieblingswaggons. Wenn du in so einer eigenen Kabine drinnen bist und deine Ruhe hast. Und nicht immer wie im Kindergarten, dann sitzt du da drin und zerplatzt fast das Trommelfell, weil jedes Kind durch die Gegend schreit. Weil zum Beispiel Schulschluss ist, dann heißt es immer so, juhu, Zeugnis, juhu, Ferien, und das hörst du dann 10.000 Mal am Tag. Und dann wird dein Trommelfell auch schnell zerstört. Nee, natürlich nicht, aber es ist unangenehm. Das war mal die alte Straße hier. Ein Tunnel ging da durch. Sieht jetzt richtig, richtig schön aus. Einfach so eng gedrückt. Mit so, ja guck, damit kann man nicht einbrechen, da fällt man da drauf und wird direkt aufgespießt bis nach unten und unten liegen dann die Teile rundherum. Nee, jetzt wird's ekelhaft. Hier könnten wir rein, theoretisch. Ja.
Ich schlafe wirklich gleich hin. Hier können wir in der nächsten Folge auch noch was bauen. Weil ich jetzt nämlich schon wieder, was heißt nächste Folge, ja, deswegen, weil ich schon wieder 20 Minuten drauf habe. Also wenn ich jetzt noch feiern gegangen wäre, dann wäre ich tot. Ich wäre dort eingeschlafen, glaube ich. Nee. Ich glaube, wenn du ein Zelt fest oder irgendwo gehst, dann schläfst du gar nicht ein. Alter, es ist einfach nur viel zu laut. Weil in der Nähe von mir eins ist. Ja. Gut. Hat mich trotzdem wieder gefreut, was wir in der nächsten Folge machen. Schauen wir einfach mal, weil mein Hirn ist einfach gerade tot. Ich kann nicht mehr denken. Ich weiß gerade nicht, was wir in der nächsten Folge bauen sollen. Deswegen verabschiede ich mich gleich mal mit den Worten. Danke fürs Zuschauen. Hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Falls es euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben da. Lasst einen Daumen nach oben da und auch ein Abo. Und zwar, warum ich gerade jetzt ein Abo verlange von jedem oder von einigen. Und zwar stehen wir hier gerade auf 97 Abonnenten, kurz vor 100. Freut mich richtig, muss ich sagen, weil es richtig schnell ging. Ich habe da also geguckt, halt, 86 Abonnenten, ja schön. Habe ich noch ein bisschen und am nächsten Tag oder ein paar Stunden später, nach der ich die erste Folge Train FIFA hochgeladen habe, ne, hatte ich auf einmal 95 Abonnenten, Alter. Fickt mich mein Leben gerade. Digga, willst du mich ficken? Nee, lieber nicht, aber Alter, ey, wir haben. Ich habe nochmal in der Statistik nachgeschaut von YouTube. Ich habe in den letzten 28 Tagen 14 Abonnenten dazu bekommen. Das ist richtig viel eigentlich. Und deswegen verlange ich jetzt noch ganz, ganz schnell von jedem, der will, einen Abo-Knopf. Damit wir endlich mal die 100 schaffen. Und dann werde ich mir irgendwas einfallen lassen. Was genau, weiß ich nicht. Und warum will ich das? Und zwar habe ich ja am Montag, den 16. Mai, Geburtstag, da werde ich dann 16 Jahre alt und da würde ich mich richtig freuen, wenn wir bis dorthin schon 100 Abonnenten haben. Würde mich wirklich richtig, richtig freuen. Also drückt wirklich den Daumen hoch und ein Abo. Mich würde es richtig freuen. Teilt das Video, meinen Kanal oder weiß nicht was, an jeden, den ihr kennt. An eure Omis, Opis, Eltern, Geschwister, Nachbarn, Katzen, Hunde, Mäuse, Fledermäuse, Käfer, von klein bis groß. Ja, gut. Sonst, falls es euch wirklich gefallen hat, würde ich mich das richtig, richtig freuen, falls ihr einen Daumen da lasst. Ne? Und sonst, danke fürs Zuschauen und sonst, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Alex. Tschüss.